Ich hole jetzt erstmal Bäume. Stell mal endlich Blitzableiter her. So. Soon be back und so. Oh, ich habe eine Ich habe Sequenz diese mit der Kuh alten Oma. geliebt. Halt. Wahrsager, Morgen. was sagte Wahrsager mir? Höchst unzufrieden. Ei. Die Oma hat sich gerade bei Und mir den Hof warte. angeguckt. Bei mir auch. Also macht sie jetzt. Guten Morgen. Was Das hat war das ein denn? wirklich netter Spaziergang. Ich habe diesen alten Hof schon lang nicht mehr gesehen. Er sieht noch besser aus als in meiner Erinnerung. Hier, ich habe dir eine Kleinigkeit mitgebracht. Es ist ein Geschenk von einem Gärtner zum nächsten. Was ist das denn? Ein Korb? Du hast einen Gartentopf erhalten. Diese Juhu, ich kann Töpfe sind mich doch. wirklich praktisch. Du kannst damit zu beliebigen Zeiten Geiles im Haus Feuerwerk! Du verstehst zu feiern! Pflanzen ranziehen. Was? Dankeschön, Xeli, für die 2 Monate Resub. Und ich weiß nicht, warum das so super leise war gerade bei mir. Du kannst damit zu beliebigen Zeiten im Haus Pflanzen heranziehen. Und auch draußen sehen sie nett aus. Dort kannst du aber nur der Saison entsprechend Pflanzen pflanzen. Pflanzen, Pflanzen. Wenn du noch mehr brauchst, kannst du leicht selber welche machen. Hier, ich habe einen alten Zeitungsartikel mit der Anweisung. Anweisung, Anleitung. Ich gehe dann mal lieber. George wird mürrisch, wenn er seinen Haferbrei nicht rechtzeitig kriegt. Hab noch einen schönen Tag. Okay. Ich habe gerade Mach die mir noch einen Tee. Angelfäule. Was? Sie macht sich noch einen Tee. So, müssen schon wieder ernten hier, glaube ich, oder? Ich habe Nee. gerade vor Haleys Haus eine Angel ausgeworfen. Angelst du jetzt doch, Helly? Ich habe Ja, diese Rezepte im mache Ausland ich. gelernt. Viel Spaß damit. Knuspriger Barsch habe ich gelernt. Mittwoch Ruhetag, ihr wollt mich doch verarschen. Xidi, wie war denn dein Tag heute? Alles gut gelaufen? Und Chris, ich habe mich auch gar nicht gefragt. Wie war denn dein Tag? Habt ihr alle einen schönen, schönen Donnerstag Wollte nicht verbracht? irgendeiner mitspielen? War das nicht letztens jemand, wo wir gesagt haben, wir wollten zwei mitspielen? Pudelberg wollte mitspielen mit seiner Frau, aber wir haben ja nur einen Platz frei. Eben. Wenn überhaupt. Celi, willst du Zack. mitspielen? Tatsächlich würde ich das gar nicht mehr so groß machen, weil das Problem ist, wenn es so viele wären, hast du irgendwann keinen Überblick mehr und kannst im TS nicht mehr so gut reden oder im Discord in Ja, dem gut, Fall. das stimmt. Dann nicht. Das Problem habe ich schon immer, wenn wir hier bei Forza so viele sind, dass es irgendwann einfach sehr laut und kund durcheinander wird. Nee, tut's auch nicht, Olaf, das stimmt, das war gelogen. Was? So, ich bin wieder bei Du euch. belügst uns! Nicht euch, meine Zuschauer. Ja, Du belügst uns! ich wollte heute Bäume holen gehen, Lumina, und was ist? Der Laden hat zu. Ruhetag. Du wolltest keine Bäume. Achso, doch, du wolltest Bäume holen. Ja, aber heute Du ist wolltest. Ruhetag. Wollten wir nicht auch Weizen kaufen? Ja, Weizen brauchen wir auch. Und Äpfel und. Aber das, wir müssen keinen Also Weizen. Pass auf, wir kaufen keinen Weizen, solange wir keine Äpfel haben, weil vielleicht kriegen wir ja im Winter noch Weizen. Hä? You know? Hä? Weil du es dann runternehmen kannst, denkst du? Oder warte mal, Wir wenn wir brauchen auf genug. jeden Fall Weizen für. Nicht Weizen, Entschuldigung, Gras, Heu, weil. Hey, guck mal, wir haben 387 Heu. Wenn wir jetzt einfach alles abholzen. Vielleicht kriegen wir dann Alles genug, klar, dass du man was? dann welches hat. Ich habe jetzt 10 Heu geholt. Hat mir so gekostet. Du hast Stardew nicht Ach auf dem Rechner, so. sondern du hast es nur auf der Switch. Ja, dann wird es schwierig mit mitspielen. Glaube ich. Crossover gibt Wir es wollten nicht das mehr. letzte Mal googeln, ob es da halt Cross-Plattform-Play gibt, weil wir nutzen ja eh die Einladungscodes immer. Und Google theoretisch das ist es doch ja gleich mal. Wurst, ob du auf der Switch spielst oder auf dem PC, wenn du das Original spielst. So, was muss ich hier nochmal dienen? Wo ich Warum nochmal sind eigentlich die pflanzen? Kokosnüsse in Baumaterialien drin? Weil man mit denen Weiß was da bauen irgendjemand kann? reingetan? Weil Hast du essen da kannst du irgendjemand was nicht. bei gedacht? Kannst du nicht essen. Nein. Also dachte ich, das ist eher was zum Bauen.
Es würden wir in dem. Du kannst damit, glaube ich, eine Palme bauen. Weiß ich nicht, kannst du die pflanzen vielleicht? Aber musst du wahrscheinlich ein Gewächshaus machen, oder? Ja, wenn dann überhaupt da. Brauchen wir eine Kokospalme? Hinter habe ich gerade Quatsch gemacht. Ich habe Kakteen angebaut in meinem Singleplayer-Dingens. Da kriegt man nämlich immer Kakteenfrüchte. Ach, siehst du, ich glaube, mit der Kokosnuss kannst du nichts anbauen. Ja, ich dachte, du hast die anderen Bäume, ich bringe sie wieder zurück. Und ich dachte, du datest Haley, damit wir Kaktusse kriegen. Was? Kaktus. Lass jetzt was zu überlegen. Oh mein Gott. Jetzt ist der Groschen erst bei Lumi gefallen. Das hat gedauert, ja, ihr Lieben. Dong. Dong. Ich hab's fallen gehört. Der ist tief gefallen, ist der. Geht nicht, weil auf dem Konsolen noch kein Multiplayer raus ist. Das ist natürlich blöd. Warum dann pflanze ich erstmal den ganzen anderen Mist hier. Sternenfrucht. Sternenfrucht nicht pflanzen, Sternenfrucht wird nicht mehr reif. Im Gewächshaus, so. Benny. Na, dann kannst du mal. Dann hab ich nichts gesagt. Ja, ich hab dich lieb, Felix. Du bist mein Favorite Mitspieler. Was? Du bist mein Favorite Mitspielerin. Ja. Ja, gerade noch so gerettet. Ja. Das habe ich mir schon gedacht, bevor ich das ausgesprochen hatte, dass jetzt gleich ein dummer Kommentar kommt. Wir müssen auf jeden Fall das pflanzen. Hallo, Ochi. Was immer wieder blüht. Also ich habe jetzt Hopfensetzling und Mais und Sternfrucht. Aber die werden doch trotzdem irgendwann, gehen die Pflanzen ein, wenn die den Boden quasi erschöpft haben. Nein. Wir haben jetzt auch random Pflanzen, die eingehen, obwohl sie auf jeden Fall gegossen werden. So, ich habe beschlossen, ich verschönere jetzt mal ein bisschen meine Bude. Ja, wo ist ihren Mann dazu? Aber ich würde die Bude nicht schöner. Finde ich schon. Die ganzen Deko-Gegenstände, wie ihr mir hier alle so hingeklatscht habt. Felix, ja, ich bin da unschuldig. Fast zumindest. Halt nie wieder was, Lumi. Weißt du, schenkt man ihr was und sie beschwert sich noch. Eben. So sind die Frauen. Warum kann man das Bett nicht verschieben? Das ist doch ätzend. Weil du dafür zu schwach bist. Und nein, das heißt nicht sexistisch, weil die Männer auch dafür zu schwach sind, weil das Bett einfach arschschwer ist. Du brauchst dich doch nicht rechtfertigen. Ich hab mich gar nicht beschwert. Du bist vollkommen recht, ich bin dafür zu schwach. Kann man eigentlich, wo kann ich denn Möbel kaufen? Bei der Robin oben. Die hat schon zu, ne? Muss ich morgen hin. Ja. Ich habe immer noch nicht die Karotte abgegeben im Laden. Aber denk dran, es müssen mindestens 10.000 übrig sein, sonst wird das mit dem Stall nichts. Der Multiplayer ist auf der Switch doch schon raus, kam am 12.12. Das ist trotzdem ziemlich spät im Vergleich zum PC. Wie gesagt, hätte mich auch gewundert, ey. Und so weit, ich die Programm will ich gar nicht kaufen, nur so ein bisschen was. Wenn nicht, tut die Axt mal wieder rein. Wo rein? Warum haben wir eigentlich den Webstuhl? Den könnten wir eigentlich verwenden, um Stoff zu machen. Warum steht bei mir einer? Weil wir den Webstuhl bekommen haben, wo wir noch lange keine Tiere hatten, die dafür in Frage kämen. Du hast für jeden einen Webstuhl gemacht, ne? Bei jedem reingestellt. Ich glaube, also ja. Die Kiste, Benny. Ja, ja. Ich packe aber hier die Fruchtsachen weg, die jetzt hier Goldsterne haben und so. Die Wohnung ist eh viel zu klein irgendwie. Viel zu klein? Ich habe nur überhaupt nicht die Auswertung. Doch, ich habe ja schon die Aufgabe. Weiß jemand, ob man Sachen drehen kann? Ah ja, kann man. Ja, so ein bisschen, glaube, irgendwie ging das. Ja, kann man. So, jetzt haben wir schon 79 Hartholz. Immerhin. Den Rest verkaufen wir. Eine dekorative Laterne. Kurz AFK, sehr gut. Ich damit. Weg. Wie hast du das Pferd umbenannt? Ich müsste auch Bargeld daheim haben, Chris, wieso? Er bestellt dir jetzt eine Pizza, die du bezahlen musst. Das wäre verdammt creepy, Chris. Dann würde ich sie lieber selbst raussuchen, glaube ich. Das ist ja fast schlimmer als Swatten. Just saying. Also nichts gegen deinen Geschmack, aber deswegen gibt man seine Adresse, glaube ich, nicht raus. Als Streamer sonst, weil dann man Pizzen bestellt, die man bezahlen muss. Kommt drauf an, wie viel Bargeld. Ich weiß gar nicht genau, wie viel ich habe. Komm, so die Super-Mega-Pizza für 99 Euro. Das ist ja gar nicht, habe ich sie ja mal nie bestellt. Das läuft ja nicht über mein
Das läuft schon über meinen Namen, ne? Ey, das ist arschig. Ich sollte wirklich nicht mehr jedem meiner Adresse. Felix, ich glaube, wir müssen Lumi demnächst mal trollen. Ey, ohne Scheiß, ich bringe euch um. Ich spiele nie wieder mit euch. Auch nicht, wenn man dir das Geld dahinter hat, donaten zum Ausgleich. Du, wenn ich gar kein Geld hier habe, um eine 99-Euro-Pizza zu bezahlen, habe ich ein Problem. Ich habe ja nicht mit einer 99-Euro-Pizza geredet, also, aber man kann ja auch anders bestellen. Ich habe tatsächlich eigentlich selten Bargeld daheim. Ich glaube, dass ich jetzt Bargeld daheim habe, ist nur ein Zufall, weil ich zu Weihnachten welches bekommen habe. Wenn du etwas nicht bestellt hast, musst du es nicht zahlen, nur mal so. Aber wie wollen die das da sicher gehen, dass das der Passende bestellt? Tja. Halt, ne? Wo haben wir die Höhlenkarotten hingeschmissen? Die sind in der verschiedenen Kiste. Seh da keine. Hast du alle rausgenommen eventuell? Nö. Warum sollte ich sowas tun? Moment mal, ist das die verschiedene Kiste? Nee. Das ist die Essen. Das ist die ganz links unten. Da, okay. Katja! So, ich muss jetzt nochmal zu Heidi, wo ich eigentlich hin wollte, und dir den verfeinerten Quarz geben und dann die Höhlenkarotte mache ich morgen. Was willst du bei Heli? Die will von mir, manchmal ist das überhaupt noch aktuell? Ja, die hat von mir noch eine Lieferung, dass ich verfeinerten Quarz haben will. Gib ich Money für. Money? Gib ich. Oh nein! Na, Heli. Oh nein! Oh doch! Oh nee, oh ja! Jetzt komm schon! Jetzt nerv mich nicht. Aber ich mag dich doch so gern. Nerven. Joa, hey, die ist ja gar nicht in der Saufbude. Das ist eine Frechheit. Die Pizza geswattet, was ist denn swatten? Swatten ist, wenn du bei der Polizei anrufst und sagst, da wird eine Geisel genommen, zumindest in den USA, und dann kommt SWAT-Team an. Das war doch auch mal so ein Twitch-Ding, oder? Ja, bis mehrere Mal Leute gestorben sind. Da wurde, glaube ich, letztes Jahr sogar wieder jemand dafür verurteilt. Echt, wurden Leute erschossen dann, oder was? Ja, weil einer mal eine Wii-Fernbedienung in der Hand hatte und die haben dann Hände hochgesagt und da hat er sozusagen das hochgenommen und die hat bloß das längliche gesehen, weiße anscheinend, und hat geschossen. Ach, scheiße. Ach, wie asozial, ey. Tja. Es war die Polizei, die geschossen. Ja, aber es war aber die Polizistin hat halt richtig gehandelt, weil die in den USA davon ausgehen muss, jeder hat eine Pistole zu Hause. Aber wir brauchen nicht weniger Waffen, wir brauchen mehr, weil dann können sich mehr Leute wehren. Mhm. So, ich mache jetzt zumindest den Ofen mal aus. Also, kann das Ding ja, wie gesagt, heute Nacht oder morgen immer noch essen. Ich dachte schon, als Heizungsbrauch. So, Lumi wieder auf. Also heute ist irgendwie so ein Running-Stream. Ich komme und gehe und komme. Tatsächlich muss ich bei Klappe zu, Affe tot immer an den Typen denken, der das Sprichwort bei Wer wird Millionär nicht kannte. Der hat Klappe zu, Ofen ausgenommen. Weil der hat sich das noch voll erklärt, weil wenn du die Klappe zumachst, dann kriegt das Feuer keine Luft mehr und dann geht der Ofen aus. Ist eigentlich nicht so dumm. War eine 500-Euro-Frage oder die 200-Euro-Frage oder sowas. Der war voll überzeugt, der hat keinen Joker genommen, der hat das durchgezogen, eiskalt. Und war der Günther ja auch noch so fünfmal nachgefragt und der hat nicht geschnallt, dass das ein Problem ist. Und das vielleicht noch ändern? Vor allem, das merkst du, so unter 500 Euro, was immer, wenn die Leute richtig falsch gelegen haben, da hast du immer gemerkt, dass der den noch so, sind sie sich sicher? Oder der hat es dann laut vorgesagt, so Klappe zu, Ofen aus, klingt irgendwie nicht so richtig, oder? Ja doch, das ist schon richtig. Ich finde es ja sehr, sehr schön, dass du mir diesen Tisch geschenkt hast, Ben. Ja, aber der ist zu mir, viel zu groß. Ey, du musst ja für deine Familie denken. Nein! Lukas, jetzt habe ich die Sequenz mit der blöden Alten. Du kannst mir nicht den Tisch in den Arsch wegmopsen. Ich wollte gerade Kerzen draufstellen. Lumi hat sich gerade schön drüber beschwert, dass ich eine Goldspinne rein auf den Tisch. Mich einfach die Kerzen direkt auf den Boden stelle, weil direkt, während ich klicke, nimmst du diesen blöden Tisch weg. Ah, oh, Felix, ich will den wieder zurück. Guten Morgen, ja, guten Morgen, alte Frau. Ich will meinen Tisch wieder. Das war ein wirklich netter Spaziergang. Ich habe diesen alten Hof schon lange nicht mehr gesehen. Hast du jetzt erst? Ja. Es sieht noch besser aus als in meiner Erinnerung. Hier, ich habe dir eine Kleinigkeit mitgebracht. Ja, ich will das jetzt nicht. Ich will mein Dings. Ach, danke schön. Ich will keinen Blumentopf. Aber du hast einen Blumentopf. Das kotzt mich jetzt gerade an, meine ganze Arbeit.
Was für eine Arbeit? Ich hab Funs im Gewächshaus. Ich gehe jetzt an, Mann, lieber. George wird mürrisch, wenn er seinen Haferbrei nicht rechtzeitig kriegt. Ja, wir haben das schon alles gehört. Und deine Streamer auch. Ich hab Funs im Gewächshaus alles umgepflügt und schon gegossen gehabt. Kommt zurück und jetzt schon wieder überall alles. Ja, du musst sowas pflanzen, sonst zählt's, also sonst wird das wieder kaputt. Ja, aber hier ist es sofort alles kaputt gewesen. Auch der Bär wird dir nicht helfen, meinen Tisch zu behalten. Welcher Bär? Ich habe einen Bär vor die Tür gestellt. Also wenn die Lumi reingeht, erstmal den Bär zur Seite. Wieso hast du eine Kommode? Wieso hast du nur eine Kommode? Und noch viel wichtiger, warum kann ich die nicht mitnehmen? Tja. Klaust du jetzt bei uns die Sachen leer oder was? Ich wollte jetzt bei ihm die Kommode mitgehen lassen, aber das geht nicht. Ja, wahrscheinlich, weil die Standard-Equipment ist von dem Haus. Genau. Und du hast ja das Anfangshaus. Nee, die hat doch auch schon das Upgedatete. Ich kann eigentlich auch das Upgedatete, ich habe keine Kommode. Sei froh, dass du das Standard, das Anfangshaus hast. Wir können doch gerne das Haus tauschen, hast du immer in der Kommode. Ich will nicht das Haus tauschen, ich fühle mich in meinem Haus sehr wohl. Ja, ja. Bist du sicher? Ja. Ja. Hast du nachts mal rausgeguckt durchs Fenster? Hast du die kleinen Punkte gemerkt, die an der Decke langsam auftauchen? Was? Was? Ja, wo was? Löcher in die Decke gebohrt wurden. Mein Haus ist gut so, wie es ist. Ist wo ja, finde ich auch. Da sind echt gut Kameras drin. Ups. Oh, toll, jetzt stehen die Fackeln natürlich im Weg, die ich gerade auf den Boden gestellt habe. Lalalalalala. Und du hast eine Kerze auf den Boden gestellt, hast du gesagt. Ja, es gibt ja keine Kerzen in dem Spiel, deswegen habe ich eine Fackel aufgestellt. Du hast gesagt, du hast Kerzen hingestellt. Jetzt belügst du uns also auch noch, Lumi? Ich werde jetzt nicht auf diesen Schwachsinn antworten. Lumi ist eine Lügnerin, ihr habt's alle gehört. Wie kann man keine Kerzen auf den Tisch stellen? Das erfordert eine Intervention. Wir müssen den Kreis der Freunde einberufen. Man kann keine Fackeln auf den Tisch stellen. Ja, weil es eine Fackel ist, verdammt nochmal. Stell mal in Minecraft eine Fackel auf den Tisch. Wie habe ich jetzt mit Marnie eine Sequenz? Weil sie dich mag. Oh, du hast die Höhlen. Ach so, Höhlenkarte mitgebracht. Vielen Dank, lieber Ben. Blaupausen, um irgendwas Gescheites zu machen. Ich will sie am liebsten fast selbst essen. Fast. Ich hätte den Herd ausgemacht, ja, ne? Ich hoffe, das hat nicht allzu viele Umstände bereitet. Ich weiß das wirklich zu schätzen. So, Tierbedarf. Heu, guck mal. Ich habe hier Heu gekauft. Wie viel Heu braucht man denn? Ich habe schon Heu gekauft. Okay, ich habe auch Heu gekauft. Wie viel Heu braucht man denn? 10. Hast, hast du schon eine Schafschere gekauft? Nein. Automatischer Greifer? Nein. Automatischer Greifer? Glaub, einen Greifer haben wir schon. Eine Schafschere brauchen wir auch, glaube ich. Automatischen nicht. Automatisch. Sammelt automatisch jeden Morgen die Produkte deiner Tiere ein. Funktioniert für Kühe, Schafe und Ziegen. Steht in unserem Stall. Achso. Habt ihr schon dekorativen Heuballen gekauft? Achso, ja. Nee. Warum ist Robin nicht daheim? Ist nicht, weil die zum Aerobic-Kurs, glaube ich, ist. Och Gott, ey, die soll zurückkommen und arbeiten, die Frau. Hatten wir noch nicht noch irgendwo Sashimi? Ich hab ne Sequenz mit dem Torchi. Sashimi? Hä, was? Glückwunsch. Doch. Also, ich brauche noch für Pierre. Ich mute euch mal. Ich will jetzt Torchi. Keine Ahnung. Lumi? Ja. Nee, sie hat sich gerade gemutet. Wenn sie inzwischen weiß, wie man mutet. Da aber. So. Pack mal die Bären mal hier rein. So, vielleicht nicht alle. Vielleicht 53. Ich brauche Aquamarin, falls es nicht zu viel Arbeit ist. Sandy. 540 Gold. Reicht. So, einmal Apfel, einmal Granatapfel, einmal Pfirsich, einmal Orange. Was ist mit Orange? Ich habe Orangen. Kirschen. Nee, ich kauf gerade Bäume ein. Ach so, wir haben schon zwei Orangenbäume. Ja, ist ja okay. Ich will aber noch welche. Nur gesagt für haben. Dann mal wieder damit dazu. Was? So. Chris hat mir jetzt 12 Euro für die Pizza donated, die er mir bestellt hat. Jetzt muss ich gucken, ob ich noch 12 Euro da.
Kann man das nicht per PayPal oder so bezahlen? Ah, Pizza, er hat aus Gewohnheit auf Bargeld geklickt. Oh, also. Und vegetarisch. Danke, Chris. Das ist super. Ich hatte jetzt echt Angst, dass ich aus Versehen Fleisch geschickt bekomme. Das ist ja so eine richtig schöne Bolognese-Pizza. Oh, nee. Schmeckt mir nicht mal. Voll lieb. Dankeschön. Ich guck mal gleich. Nicht, dass das irgendwie was schief geht. Aber 12 müsste ich noch da haben vom Weihnachtsgeld. Jetzt schlaucht die erstmal durch die Bude. Lumi ist heute wirklich die Hälfte des Streams einfach nicht an ihrem Platz. Also wirklich immer irgendwo anders unterwegs. Los, du scheiß Bürgermeister, lauf endlich weiter, ich möchte Müll wühlen. So, wie kann ich denn das Chemie herstellen? Was brauche ich denn dafür? So, Lumi hat noch Pizzageld. Ja, sau cool. Pizza. Lumi, stell mir beim Felix nicht alles so zu. Das ist echt ein bisschen nervig. Was? Bei Felix. Was machst denn du bei dem drin? Ach, ich brauche Reis. Und Sedan. Reis? Reis. Ach, Reis. Aber warum, Eis würde ich auch nehmen. Jetzt so ein geiles Eis? Ja, oh, so, Eis. So ein schönes Cookie-Dough. Oh. Ich hab Eis. Ich glaube, vielleicht mache ich mir nachher noch ein Sorbet oder sowas. Nee, Sorbet ist mir nicht süß genug. Ich brauche was Süßeres. Kannst du Zucker reinmachen? Hä? Ich mache immer ein bisschen Süßstoff rein. Süßstoff erregt Krebs. Zucker macht Fett. Und Fettleibigkeit erregt auch Krebs. Aber Zucker macht mich nicht fett, tatsächlich. Leben erzeugt Krebs. Das macht er fett. Krebs. Ach, die Sequenz, wo die sich jetzt darum kloppen. Hatte ich die nicht schon mal? Jeder genießt das Wetter, anstatt einkaufen zu gehen. Lumi, Leben erzeugt. Nee. Das ist wirklich nett von dir, ja. Ich mag das. Oh, nee, ich will nicht Blumenkohlsaft trinken. Ich habe hier gerade Heu gefunden, Benni, hast du es einfach hier hingeschmissen? Nein. Ich bin gerade an Lumis Haus vorbei und habe einmal Heu eingesammelt. Bist du sicher? Jetzt sitze ich mit der Switch vom Rechner und spiele Pokémon. Ah, wenn es auf der Switch wenigstens ein gutes Pokémon gäbe. Also dieses Pokémon Let's Go, oh, ich weiß nicht. Oh Gott. Let's Go. Mein Lieblingsclub schließt. Let's Go Evoli und Let's Go Pikachu. Sein Lieblingsclub schließt? Was? Ich habe gerade eine SMS bekommen. Wofür? Und? Ich habe einen Standardclub, wo ich regelmäßig feiern gehe, schon seit 9 Jahren, beziehungsweise seit 10 in diesem Jahr. Und gerade hat mir jemand geschrieben, das schließt dieses Jahr. Tja, Wohnzimmer. Das ist mein zweites Wohnzimmer, die können das nicht einfach zumachen. Anscheinend schon. Oh mein Gott. War das der Club, wo du letztens warst? Hallo Nio und danke für den Host. So, was wolltest du sagen? War das der Club, wo du Silvester warst? Nee, Silvester war ich in einem anderen. Ich habe wieder eine Sequenz. 21.45 Uhr bis 22 Uhr. Ui, ich warte. Von Jodi. Du kannst deinen Stream. Das ist kein Bondage Club, weil wohl. Ich mach nur ein wenig Popcorn. Oh! Diese Geräusche. Oh. Du hättest wissen sollen, dass ich mich diese Geräusche an den Krieg erinnern. Ich habe viele gute Freunde in diesen blutigen Schützengräben verloren. Aber Liebling, Popcorn war bis dahin immer dein Lieblingssnack. Die Dinge haben sich geändert. Ben, kannst du mit ihm ein Wort reden? Sag, was du kennst. Jodi ist schuld, sie hätte es besser wissen sollen. Ich weiß, es tut weh, aber gib nicht deiner Frau die Schuld. Ich mag nicht lügen bei sowas. Ich bin auch schon durch bei Pokémon 151 gefangen und sonst fehlen nur noch ein paar Meistertrainer, also gut. Ist es aber zu kurz von der Spieldauer? Ja, genau. Das ist halt das ist relativ einfach, dadurch zu kurz. Lüge ich jetzt?
Ich lüge für sie. Lüg mich nicht an, ich hasse Lügen mehr als alles andere. Oh. War wohl nicht gut. Es tut mir leid, Liebling. Du konntest nicht wissen, dass mich Popgeräusche so beunruhigen. Es ist okay, Liebling. Ich wollte dich nicht ängstigen. Ich werde ab jetzt besser aufpassen. Ich glaube, jetzt habe ich nur die Chance verpasst, ist geil. Mich einzuschleimen. Das ist natürlich doof. Wenn man Popcorn nicht essen kann. Ich habe gerade die Kent-Pop-Konsequenz bekommen. Kent-Pop-Konsequenz? Ich glaube, die hatte ich noch nicht. Tja, dann wirst du vielleicht noch kriegen, wenn du mit Kent genug befreundet bist. Liegt beide schon im Bett? Nein. Nio, ich habe da nicht viel Geld gelassen. Deswegen hat der Laden wahrscheinlich zugemacht. Nein, ich habe... Der Eintritt kostet 5 Euro. Das ist wirklich nicht die Welt. Und dann bin ich... Ich meine... Moment, der Eintritt kostet für Frauen was? Ja, es ist ein Gothic-Club da. Die sind genderneutral. So. Und ja, aber das ist irgendwie bei uns anders. Ja, aber... Und das Schöne an dem Laden war halt auch, dass du auch nicht so krass viel bezahlt hast. Wir haben erst frische neue Cocktailkarten gemacht. Warum schließt er den Laden jetzt? Das ist echt blöd. Das heißt, aber dieses gut. Jahr heißt innerhalb der nächsten 360 Tage, ja? Das kann noch eine Weile offen haben. Wir hatten das ganze Haus da verbraucht. Trotzdem. Nein, überhaupt nicht schlimm, Chris. Gar nicht. Alles gut. Was ist denn das eigentlich für eine Deluxe-Pizza, eine 12-Euro-Pizza? Oder beziehst du dich auf den Club? Das ist schlimm. So. Aber ich bin da einfach freitags. Ich tanze halt gerne und dann lief halt relativ gute, also teilweise ziemlich gute elektronische Musik und dann bin ich halt einfach nachts manchmal mit dem Auto hingefahren und habe 2-3 Stunden getanzt, habe 5 Euro Eintritt gezahlt und bin wieder heimgefahren. Also, das war mega chillig. Nein, bezieh dich nicht auf die Pizza. Bei der Pizza ist alles geil. Ich krieg ne Pizza. Hallo, Pizza ist fucking awesome, egal auf welchem Weg sie kommt. So. Ja, Pizza wäre auch awesome, wenn ich die jetzt backe und dann per Fuß zu dir bringe. Ja. Nee, du kochst so lange, bis du hier bist, ist sie vergammelt. Aber du hast gesagt, Pizza ist immer geil, egal auf welchem Weg sie zu dir kommt. Pizza, egal auf welchem Weg sie zu mir kommt, wenn sie noch als Pizza erkennbar ist, wenn sie hier ankommt, ja? Die ist so. Vielleicht als Pizza erkennbar. Vielleicht hat sie dann schon kleine Babypizzen gelegt. Boah, wer ist denn eigentlich noch nicht im Bett von euch? Felix. Ja, irgendjemand hat mir den Weg mit Bären zugebaut. Ach so. Wenn du bekommst nächstes Mal eine. Ich musste gerade, es war 1.30 Uhr, ich musste gerade erst die ganzen Bären da wegbauen. Ich brauche keine Pizza, danke.